Im Großraum des Haupthauses werden auch Handarbeiten produziert. Die Produktionsleiterin Shirley unterrichtet im Nähen und ist auch als Sozialarbeiterin tätig. 6 Frauen produzieren hier unter ihrer Anleitung gestickte Karten. Die Frauen verdienen so ihr eigenes Geld, ca. 700 bis 1500 Rupien. Das sind ungefähr 15 bis 30 Euro im Monat. Das ist nicht viel, bedeutet aber viel, nämlich Unabhängigkeit. In der Kerzenproduktion arbeiten nur 2 Frauen. Der Absatz ist noch nicht so gut. In der Schneiderei können Dorffrauen und Mädchen nähen lernen, um sich selbst ein wenig Geld verdienen zu können. Der Unterricht dauert 6 Monate. Eine kleine Gebühr ist dafür zu zahlen. Sind die Dörfer weiter entfernt, geht Shirley auch in die Dörfer, um zu unterrichten. Alle Kleider für die Kinder sind gebrauchte Geschenke, die entsprechend umgeschneidert werden.